Russland gegen England gab es in der Geschichte des russischen Fußballs erst zweimal. Das letzte Mal gewann Russland, drehte das Spiel zu Hause in Moskau. Das Spiel davor gewann England mit 3:0. Beides Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2008. Russland mit der gleichen Aufstellung wie zu Beginn gegen Deutschland. Und England ohne Wayne Rooney in der Startelf, dafür mit Defoe. Es geht um die Frage, wer wird in Südafrika als europäische Mannschaft in den Topf gesetzt und wer wird als Gruppenkopf gesetzt. Bedeutet, der Sieger heute Abend braucht sich keine Sorgen zu machen, möglicherweise gegen Deutschland, Spanien, Portugal. Gut, vor Schottland wird man weniger Angst haben. Der Sieger wird auch nicht gegen Uruguay spielen. So viel steht fest. Bedeutet also, der Sieger des Spiels heute Abend wird auch nicht in der Gruppe mit Südafrika landen. Russland gegen England. Russland in dunkelrot von links nach rechts. Präsentieren schon mal das Trikot, das man dann im nächsten Jahr auf jeden Fall tragen wird. England in schwarz. Aniukov. Bleibt hängen an Ashley Cole. Aniukov. Hereingabe für Aschavin. Zoyanov wieder nach vorne auf Pavlyuchenko. Bester Torschütze bei Russland. Zagoyev. Pavlyuchenko, der dreimal getroffen hat. Erstaunlicherweise zweimal davon, nachdem er eingewechselt wurde. Gegen Estland und auch im Achtelfinale gegen Dänemark. Hat sich dadurch den Stammplatz gesichert. Gegen Deutschland ohne großen Erfolg. Ashley Young gegen Berezutski und Ecke für die englische Mannschaft. Gerrard. Ignacevic kehrt. Nochmal Ashley Cole. Gerrard, gute Hereingabe, gut gemacht mit Welbeck. England führt durch das Tor von Welbeck. War für ihn sein zweites Tor bei England in diesem Turnier. Hat aus ähnlicher Situation getroffen gegen Frankreich. Hier sehen wir es, Ball abgewehrt. Und dann setzen sie gut nach. Gerrard bringt eine exzellente Flanke. Und Defoe bringt den Ball sicher im Tor unter. England würde sich damit zu Deutschland, Schottland, Spanien und Portugal gesellen. Wenn es so bleibt, Russland hat jetzt Zeit, um darauf zu reagieren. Das war der erste gelungene englische Angriff, der hier passte. Ähnlich wie im Achtelfinale gegen Frankreich. Ignacevic, 10 Minuten vergangen. Russland bleiben 80 Minuten, um das wiederherzustellen. Aniukov hat den Ball. Gestört von Gerrard. Gibt Freistoß. Ein Einwurf für England. War der Meinung, es gibt Freistoß für Russland. Lescott. Johnson. Langer Ball auf den Torschützen, auf Welbeck. Setzt sich damit an die Spitze der englischen Topstürmer. Welbeck nutzt den Fehler auf von Berezutski. Welbeck. Pass auf Young zu unpräzise. Aschavin, starke Balleroberung. Zusammen mit Pavlyuchenko. Nochmal Aschavin gegen Lescott. Gerrard ist dazwischen. Roman Pavlyuchenko übrigens, der Mann, der damals das Spiel in Moskau drehte, nachdem Wayne Rooney
England in Führung brachte, wich Pavlyuchenko durch einen Elfmeter und durch einen Abstauber aus und brachte sie schließlich in Führung. Deswegen Russland bei der Europameisterschaft 2008. Ignasevich mit dem Freistoß. Pavlyuchenko und Hart geht gut rein und hat den Ball. England ja ausgeschieden gegen Schottland im Viertelfinale. Große Überraschung für Schottland, aber auch in England dieses frühe Aus. Man hatte fest mit einem erneuten Treffen mit Deutschland gerechnet. Ashley Cole. Guter Ball auf Defoe, bringt die Flanke und Surjanov klärt. Johnson dazwischen. Russland offensiv im Moment etwas eingeschlafen. Milner setzt sich gut durch mit Defoe und Malafeev. Hat bislang den russischen Kasten bis zum Viertelfinale gegen Deutschland ganz gut dicht gehalten. Bis es dann diese 4:0 Packung gab. Gerrard hat den Ball. Nächste Flanke. Defoe. Russland mit großen Problemen nach den Hereingaben. Defoe kommt nicht ganz an den Ball. Deswegen bleibt es beim 1:0. Sehen wir hier, wie knapp das war. Wird von Surjanov aber auch nicht zur Genüge attackiert. Abstoß. Malafeev. Sie sehen ein kurzes Bildproblem. Jetzt geht's weiter. Surjanov. Mit Schirkov. Guter Ball von Pavlyuchenko. Surjanov. Behält den Ball nochmal. Denisov. Mit dem Fehlpass. Auf Surjanov. Milner. Chance für England. Erhöhen auf 2:0. Defoe, der Torschütze. Gegen Frankreich. Johnson. Mit Kapitän Gerrard. Viel zu sehen in diesem Spiel bislang. Und maßgeblich das meiste über Gerrard. Zagoyev, andere Seite. Guter Ball auf Pavlyuchenko. Und solche Bälle macht er eigentlich heute nicht. Und das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für ihn, um so einen zu vergeben. Schlechte Hereingabe von Russland. Pavlyuchenko und Aschavin, die hier bei Russland maßgeblich im Sturm eingesetzt sind, kommen da nicht ran. Berezovsky. Raus auf Schirkov. Das war gut gemacht von Surjanov. Schirkov bringt die Flanke für Pavlyuchenko. Nächste Chance vergeben. Passt vom bisherigen Turnierablauf nicht in sein Bild. Aber das kann jedem passieren. Abstoß, Joe Hart, 8 Minuten noch. Und England hat die Halbzeitführung. Und die wäre wichtig. Für Russland kommt jetzt der geeignete Zeitpunkt, um auszugleichen. Zagoyev. Lescott dazwischen. Guter Ball raus auf Ashley Young. Cole mit Defoe. Berezovsky. Ändert sie. Pavlyuchenko. Rechts viel Platz. Zagoyev. Gegen einen. Gut durchgesetzt. Pavlyuchenko auf Schirkov. Ashley Cole dazwischen. 2 Minuten verbleiben. England wird wohl die Halbzeitführung mit in die Kabine nehmen. Defoe. Mit Milner. 1 Minute Gürtner nachgespielt. Die beginnt jetzt. Und dann ist Schluss. Mit der ersten Halbzeit. Zagoyev, letztes Aufbäumen der Russen. Wenn der Angriff durchgelaufen wird. Schluss. In Gelsenkirchen. Die erste Halbzeit ist vorbei. Russland liegt hinten durch das Gegentor von Welbeck. Nach einer Hereingabe von Gerrard. Das Tor fiel sehr früh im Verhältnis. Bislang hatten wir es bei diesem Turnier nicht so sehr mit den Toren in der ersten Viertelstunde. Und bislang brauchten die Mannschaften auch immer etwas länger, um reinzukommen. England
macht es erneut, wie schon im Viertelfinale gut. Findet deutlich schneller in eine Partie. Und Russland wird diese Halbzeit dringend benötigen, um Kräfte zu tanken für die zweiten 45 Minuten. Ein Tor muss her. Diese Spiele, die ja theoretisch keinen Wert mehr haben, man sollte sie nicht unterschätzen. Denn es geht hier doch durchaus um einiges. Wir geben ab und melden uns dann zur zweiten Halbzeit aus Gelsenkirchen wieder aus der Arena auf Schalke. Bis dann.